Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin ja Freund dieser Helme von Star Wars, also diese ganzen Batman-Helme und die ganzen Marvel-Helme tue ich mir nicht an, es reicht ein Sammelgebiet. Finde ich ja super. Ich habe euch ja schon die fünf Helme, die es gibt, gezeigt und Lego hat ja 2022 gesagt, hey, wir bringen gleich drei neue Helme raus. Den Red Wing 5 Pilot-Helm, den Mando-Helm und den Helm eines Dark Troopers. Wie schon in der Videobeschreibung zu sehen, kümmern wir uns heute um den Mando-Helm. Die anderen zwei mache ich mal weg, da kümmern wir uns ein andermal drum. Wir kümmern uns mal um die harten Fakten dieses tollen Teils. Wir haben vermutlich, ich habe es noch nicht aufgemacht, keine Aufkleber in diesem Set. Ganz kurz die harten Fakten natürlich. 75328, 584 Teile. Finde ich ganz okay, 18 plus Set. Wir haben ein paar Flat-Silver-Teile, viele graue Teile. Und wir haben eine wunderschöne Büste des Mandalorianer-Helms von Din Djarin. Finde ich echt gut. Preis-Leistung 60 Euro. Kann man noch ein bisschen drüber streiten. Und das hier unten, diese Plakette, ist ein Print, wo drauf steht The Mandalorian. Auf der Rückseite sehen wir noch ein paar Screenshots oder ein paar Packshots, wie denn der echte Mando-Helm ausschaut im Vergleich. Könnte man natürlich sagen, ja, man hätte das ganze Ding in Flat Silver machen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, aber dann wäre ich vielleicht nicht ganz so glücklich gewesen. Ich bin mit dem jetzt schon gar nicht so unglücklich. Gucken wir uns doch mal an, oder? Die Geschichte. Übrigens, ja, die anderen Helme baue ich auch noch und ich mache noch einen Vergleich mit den anderen fünf Helmen, die es bis dato gibt. Das kommt natürlich alles. So, mal vorsichtig aufschnippeln hier. Das ist gut geklebt hier. So, zack, zack, zack. Das habe ich in die Box reingeschnitten, aber naja, ist halt so. Boah, starken Kleber haben sie da verwendet. Und guck mal, ich mache das auf und sofort kommt mir Lego entgegen. Rot, grau, tan. Das war jetzt laut, ich weiß, tut mir leid. So. Da bleibt mal da stehen. Vier Tütchen, kleine Anleitung. Innen drin natürlich bunt wie Sau. Wir müssen ja wissen, in welcher Richtung wir das Ding drehen müssen, wo vorne, wo hinten ist. Wir haben aber nicht, na doch, wir haben auch noch Grün und Gelb mit bei und Azur. Dafür ist der Rest ziemlich entspannt, wie man sieht. Sehr viel grau. Hier sehen wir wohl, ja, Bauschritt 4, einer der letzten. Sehr viel Flat Silver mit drin. Finde ich gut. Kann man nicht meckern. Immerhin haben sie Flat Silver drin, haben sie nicht nur Light Blue Grey gemacht. Muss man den immer noch zugutehalten. Am Anfang haben wir natürlich noch ein kleines Intro. The Mandalorian joins the Lego Star Wars Helmet Collection. Und da sehen wir ihn wunderschön. Also mich würde es nicht wundern, wenn da noch schöne andere Helme kommen würden. Boba Fett haben wir ja schon gekriegt. Vielleicht kriegen wir noch einen aus The Bad Batch, wer weiß. Fünf Bauschritte haben wir insgesamt. Und ihr seht schon, es wird bunt werden, es wird lustig werden, bis wir zum fertigen Ergebnis kommen. Ja. Gebaut wird diesmal anders als sonst. Also ich habe ja den da hinten, den Handschuh, den Infinity-Handschuh, habe ich günstig erstanden, habe ich gebaut. Und dann lässt sich so bauen wie die meisten Star Wars Helme. Sprich, ich baue zuerst einen Stand, dann baue ich dann dieses Teil nach oben, wo dann drauf steht. Das baut man zuerst und dann wird der Helm oben aufgebaut. Hier bauen wir zuerst die Rübe. Verkleiden den Kopf, machen was und erst im Bauschritt 3, da unten, kommt dann der Ständer dazu. Sie variieren ein bisschen, damit es nicht immer das gleiche Gefühl ist, obwohl es wie ein Brickhead quasi immer das gleiche ist. Ich baue einen Korpus und klebe einfach dann quasi oder klatsche einfach hinten dann diese Sachen dran. Es ist nicht schwer, es ist nicht sonderlich fordernd, aber das Ergebnis wird hoffentlich gut aussehen. 104 Seiten haben wir mit 190 Bauschritten und ja, okay. Bisschen Azur haben wir mit bei, bisschen Gelb. Also ist schon. Es sieht man später hoffentlich nicht mehr. Bei den anderen Helmen tut man das nämlich auch nicht, bis auf eine kleine Ausnahme. Ich baue das Ding jetzt mal zusammen und dann gucken wir uns das Ding jetzt mal an, wenn es fertig ist. Es hat jetzt ein paar Takte länger gedauert, als ich dachte. Ich habe das Ding nämlich aufgebaut, habe mir so die Tüten vorgenommen und dann habe ich das halt beiseite gestellt, um es einfach mal eine Weile anzugucken. Ich habe es einfach auf den Tisch gestellt und habe es mir einfach die ganze Zeit angeschaut, bevor ich jetzt dieses Review mache. Der Aufbau ist jetzt wirklich 5 Tage her und ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, weil es schon wirklich lange her ist. Zum einen spiele ich euch jetzt mal ganz kurz. Bevor ich das mache, gehe ich erstmal auf die Anleitung ein. Die Anleitung, piep einfach. Für Erwachsene ist es natürlich so, dass der Helm innen drin bunt ist wie Sau. Innen drin haben wir ganz viele Farben, dass wir die Ordnung richtig haben, dass wir immer richtig rumdrehen. Und an ein, zwei Stellen war das wirklich hilfreich, zu wissen, wo ist rot, wo ist grün, wo ist gelb, habe ich es wirklich richtig rum. Denn wenn diese Platten noch nicht angebracht sind, ist es durchaus ein bisschen verwirrend, wo was hin muss. Das ist gar nicht so übel. Aber zwei, drei Farben hätten es auch getan, anstatt dieser ganzen Produktpalette hier. Und Azur ist auch noch mit bei. Also da ist schon einiges mit drin. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz noch was. Und zwar, auf den ersten Seiten sehen wir den Mandalorianer samt Helm, wie das Ganze aussieht. Din Djarin
noch einen kleinen Text dazu, wer er ist und so. Das ist der Weg. Wir haben 5 Bauschritte. Anders als bei anderen Helmen ist es so, dass wir zuerst den Kopf bauen und erst im Bauschritt 3 bauen wir das Ständerwerk unten. Bei den anderen Helmen war es immer so gewesen, wir bauen zuerst den Ständer, setzen drauf auf, dann kommt der Kopf und dann kommen die Platten dran. Diesmal war es so, Innenteil vom Kopf, dann Ständerwerk, dann außen alles dran geklatscht. Gar nicht so übel, mal wieder was anderes, ein bisschen anders, coole Bautechniken drin, mega cool, zeige ich gleich. Ich spiele euch aber jetzt mal ein Video ein von dem Ding, wie es innen drin ausschaut. So schaut es von innen aus, ganz viele Noppen, wo außen was dran geklatscht wird und sehr viel umbaute Luft. Ja, und ihr seht schon die Farbenpracht, davon sieht man zum Glück im späteren Modell gar nichts mehr. Also so manche Creator-Box hat weniger Farben als das Ding da drin. Beschwer mich aber wie gesagt gar nicht, es ist in einigen Fällen sehr hilfreich. Die Bautechniken an sich, also es gibt 2 Dinge, wo ich sagen muss, nein, ich bin nicht zu blöd. Ich nehme es vorne mal die Gesichtsgeschichten hier ab. Mir fällt gleich was Rotes entgegen hier, das ist mir jetzt egal. Ich nehme den komplett auseinander, ich baue den gleich wieder zusammen. So, guck mal diese Teile an den Öhrchen an. Die wackeln, seht ihr das? Die wackeln. Warum wackeln die? Die sind nämlich an 2 Balljoints eingehängt. Das habe ich gleich mit weggerupft. Kommst du raus? So schaut das Ding aus. Das baut man 2-mal. Das sind 2 Balljoints. Die gucken da oben raus. Habe ich es jetzt zu weit oben gemacht? Ja. Die gucken da raus. So schaut es richtig aus, die 2 Balljoints. Und dann jetzt Achtung. Hier ist ein kleines Dreiecksteil. Und hier dran ist, das kennen wir von Scharnieren. Das ist das Gegenstück von so einem Scharnier hier, das wo hier oben drauf klebt, das da. Kommst du wieder drauf? Na? Komm, das können wir jetzt doch wieder reparieren, das ist nicht so schlimm. Na, komm, jetzt. Dieses Scharnierteil, das mir jetzt gerade hier abbricht, hängt hier dran. Und das klemmt sich auf diese Fliese und somit erzeugen wir den Effekt, dass die Dinger nämlich ein bisschen abstehen. Sieht man das von vorne hier, von hinten sieht man es gut. Von hinten stehen die ab. Die haben ein bisschen Spiel. Die sind nicht kerzengerade, wie bei einem anderen Helm, komme ich gleich dazu. Die stehen ein bisschen ab. Und nein, 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 das ist kein Baufehler, denn, Obacht, es ist tatsächlich so, dass in der Bauanleitung das hier reingeklimst wird. Man sieht aber das Ergebnis nicht. Da dachte ich mir schon, bin ich zu blöd, habe ich was falsch gemacht? Ich mache das auf beiden Seiten. Und auf der letzten Seite der Anleitung, hier seht ihr das. Da seht ihr es. Das Ding hat einen klitzekleinen Winkel. Das muss so. Eine mega coole Bautechnik, wo ich erst dachte, ich sei zu doof dazu. Finde ich sehr gut. Das zweite, was mir sehr gut gefallen hat, wir haben Flat Silver mit dabei. Der ganze Kopf besteht auf Light Brush Grey. Kein Thema. Von hinten ist er sehr hässlich. Von vorne ist er echt hübsch. Aber wir haben Applikationen in Flat Silver. Das Teil hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach cool gebaut ist. Mehrschichtig, mehrere Plates aufeinander, um dieses Mundteil super abzubilden. Bin ich sehr begeistert von. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie wir das wieder zusammenkriegen. Da haben wir nämlich hier dieses kleine Teilchen. Hier haben wir das kleine Teilchen. Muss bloß gucken, wie es zusammengehört. So. Die werden nämlich mit diesen Schilden, die wir zum Beispiel kennen von der Minifigurenserie von Polizisten, werden die reingeklipst. So, und wenn man natürlich jetzt beide Schilder abgerissen hat, dann ist das so eine Sache, dass es nicht funktionieren kann. Kriegen wir hin. Dann müssen wir den Mund nur noch richtig zusammenbauen. So, das Schwarze war oben. Das nehmen wir nochmal ab. Das ist alles ein bisschen fummelig. Man baut es aber normalerweise nicht auseinander. So rum, so rum. So, kommst du da rein? Zack. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Zack. Jetzt bringen wir hier diese Nasenpartie an. Und den Kollegen hier nochmal. Zack. Zack. Und schon ist er wie neu. Also mir gefällt der Helm ziemlich gut. Vorne natürlich die Plate hier bedruckt. Das ist ein Print. Wir haben keinen einzigen Aufkleber drin. Keinen einzigen. Die Ohren sind auch super gebaut. Hinten ist er hässlich, der Helm. Richtig hässlich, aber es liegt einfach am Vorbild. Der ist hinten einfach nicht hübscher. Und von vorne sieht er einfach wuchtig aus. Ich mag den Helm. Ich mag den Helm sehr. Ich finde das Ding richtig, richtig gelungen. 60 Euro kann man nicht meckern. Und jetzt seht ihr hier auch nochmal von hinten, dass die Ohren hier nochmal abstehen. Seht ihr das ja auch wie in der Anleitung. Richtig gut. Ich habe ja den Boba-Helm gebaut. Hier sind die Ohren anliegend. Die sind gleich hoch ungefähr. Der Mando-Helm ist ein bisschen höher.
Wir sprechen hier von, na, so plus minus 19 Zentimeter. Natürlich ist der Helm aufgrund von diesem Teilchen beim Ober noch ein bisschen größer. Aber das ist eine schöne Collection. Also generell die Star Wars Helmet Collection ist eine super Collection. Die stehen alle bei mir im Regal da drüben, alle Helme nebeneinander, bis auf die anderen, die ich noch nicht gebaut habe. Die kommen auch noch, keine Panik, die kommen noch. Aber ich habe bei diesem Helm das gleiche auszusetzen wie bei den restlichen fünf, die ich gemacht habe. Das da, das fehlt. Eine Minifigur, die ich einfach dazustelle. Das ist die Minifigur zu dem Helm. Das ist eben, das ist der Helm. Dieses Ding, der Kollege mit diesem Mega-Visier, ist das da. Warum ist hier keine Plate, die rausguckt? Ich mache das einfach mal. Warum gibt es da einfach nichts, dass ich mir das so neben dran stellen kann? Warum ist da, warum fehlt eine Minifigur? Für 60 Euro kann ich doch erwarten, dass da eine Minifigur dabei ist. Und wenn es in meinem Regal steht, stehen die so nebeneinander. Und bei Boba steht da Boba neben dran. Bei Darth Vader steht da Darth Vader neben dran. Und. Das ist der einzige Kritikpunkt. Der einzige, denn der Bauspaß ist hier völlig gegeben. Der hat richtig Bock gemacht. Richtig Bock. Aber dass keine Minifigur dabei ist, die einfach assoziiert, das ist der Helm zu dieser Minifigur, zu diesem Star Wars Charakter. Das finde ich schade. Ansonsten, wer die Helmet Collection hat, das ist ein Musskauf für einen The Mandalorian, muss man sagen, Fan, ein Musskauf. Und für alle anderen lege ich ihn ans Herz, weil er einfach cool ist. Das ist ein cooler Helm, den kannst du einfach mal ins Wohnzimmer stellen. Den stellst du einfach mal hinter dich ins Regal und er sieht gut aus. Gar keine Frage. Und er passt auch besser in ein normales Wohnzimmer als dieser sandgrüne Kollege hier. Denn die Farben, die sind wesentlich entspannter. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Review. Die anderen Helme kommen noch, ne? Der Luke Skywalker Helm, der Red 5 kommt natürlich noch. Und selbstverständlich, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll. Also ich habe es ja noch nicht gebaut. Ich weiß nicht, ob es mein Favorit ist, aber in meinem Kopf hat sich's als Favorit gemausert, dass der andere Helm durchaus mein Favorit dieser Welle werden könnte. Ich habe es euch ja vorhin gezeigt. Mal gucken. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Helm ihr als nächstes haben wollt. Wie die Helmet Collection findet, würde mich mega interessieren. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.